Du hast wieder mein Käppi, oder? Aber hör auf, mich nachzumachen. Du machst mich immer. Aber du hast nicht die Brille dabei. Habe ich im Auto, hol ich gleich. Morgen, morgen, Leute. Ich freue mich riesig. Der Ashraf ist dabei. Geht wieder los hier. Ihr habt ihn bestimmt ein bisschen vermisst. Die Entfernung leider. Heute haben wir was ganz Spezielles für euch. Und zwar, wir wohnen heute auf Hecht. Zumindest ich, nur auf Hecht. Und der Salah. Ja, man kann es vielleicht sehen. Ist das ein Zahnstocher oder ja. Ist das? Nee, das ist ein Dropshot-Route. Also was ganz verrückt ist, was der eine oder andere von euch bestimmt hilft an fremde Gewässer oder allgemein. Wir sind an einem Kanal, kann man schon sagen. Es ist trotzdem schön, nicht typisch Kanal, wie man das sonst kennt. Sind Hechte drin, auf jeden Fall. Barsche auch. Ich war zuletzt hier vor 2 Jahren. Und wir haben uns wieder was vorgenommen. Der Ashra wieder. Schön Big Bait. Ich weiß nicht, wie die momentane Situation ist, aber ich bin mir sicher, hier schwimmen dicke Muttis. Deswegen heute fische ich nur Big Bait mit einer steife, starke Rute. Alles grob. Ich zeige euch gleich meinen Tackle, was ich heute verwende. Und der Salah. Ja, zeige ich schon. Aber ich habe da eine Frage an euch zum Beispiel. Also ich kenne das, der Ashraf zum Beispiel hat natürlich heute voll Bock auf die dicke Mutti. Ich bin da ein bisschen anders. Ich bin flexibel, ich gehe ein bisschen auf Frequenz. Na gut, hat auch Vorteil. Du kannst auch den ein oder anderen Barsch fangen. Du kannst auch einen Zander fangen. Und bei mir ist leider mit einem 25er Gummi ein bisschen schwierig. Ja, und was seid ihr eigentlich für Typ? Also ich würde lieber am besten heute Zander, Barsch und Hecht fangen. Sind natürlich die Chance, dass ich einen großen fange, ist eher gering bei so einem Feintackle. Aber warum soll auch nicht ein Hecht auf sowas beißen? Also das geht. Ja, natürlich. Ja, musste eigentlich gehen. Und also, apropos Hecht, ich zeige euch gleich, wie man trotz Dropshot auf Hecht angelt. Also wir haben wieder viel gesabbelt, kann das sein? Ja, so, heute ich nicht. So, Freunde, ich zeige euch mal ganz kurz meinen Tackle. Relativ feines Gerät, ist halt eine Dropshot-Route. Und wenn man Dropshot sagt, dann kommt man nicht drum herum, dass man so eine weiche Spitze hat. Also geht nicht anders. Ich muss jetzt Silber lachen mit seinem Dropshot-Route da. Sein Stippe, wir wohnen hier. Dropshot heißt er, nicht Dropshot. Lass meine Dropshot-Route in Ruhe. Wir wohnen hier keinen Brassenstippen. So, also Rolle ist relativ egal, kleine Rolle. Hauptsache vernünftige Rolle. Und das Wichtigste, die Montage. Kennt ihr bestimmt. Es gibt aber eine kleine, ja, würde ich mal sagen, Besonderheit. Ich angel mit Titan als Spitze bzw. als Vorfach. Normalerweise kennt man das so, dass man an der Fluorocarbon durchgehend. Ich habe da vorne eine Titanspitze. Funktioniert nicht mit jedem Haken. Ich habe hier so einen Gamakatsu-Haken, der hat eine Besonderheit. Zeige ich euch am besten gleich alles im Detail. Unten mein Blei ganz normal. Nehmt ruhig ein bisschen mehr Gewicht, dann bleibt das Ganze schön straff stehen und dann geht's los. So Leute, wünsche mir viel Glück. Die Montagen von uns, wir fischen das nicht zum ersten Mal, das bringt definitiv Fisch und das wird der ein oder andere von euch definitiv Fisch bringen. So Ashraf, jo. Mach mal deinen Wurf zu Ende. Ja, ich hol mal schnell rein. Und dann jetzt knallt, jetzt knallt. Sieh mal vor, jetzt knallt. So. Also, gehen wir in die Hocke. Das ist mein Gerät. SP1 Procast. Das ist eine Big Bait Route mit 40 bis 90 Gramm Wurfgewicht. Mit einer stabilen Rolle. Schnur. Je dicker, je besser. Ich fische einen 30er. Damit kann ich auch ein Fahrrad oder einen Einkaufswagen vom Wasser rausziehen. Als Vorfach nehme ich 1 mm Fluorocarbon mit einem stabilen Karabiner vorne und am anderen Ende habe ich einen Schnellverbinder. Früher habe ich den geflochtenen direkt an den Fluorocarbon rangebunden, aber das, wenn man richtig einen Hänger hat, kriegt man nicht gelöst, wird das immer in den Verbindungsknoten abgerissen, weil das Geflecht schneidet sich an Fluorocarbon. Ein kleiner Tipp am Rande,
Ihr kennt das wahrscheinlich, ihr fischt nachts und ihr seht gar nicht. Dann zieht ihr den Wirbel durch die Rutenringe. Das muss nicht sein, macht man einiges kaputt. Deswegen ziehe ich mir immer einen Stopper oder einen Doppelstopper, noch besser. Und wenn man das beim Einleiern fühlt, dann muss man stoppen. Die Stopper sind ja halt aus Gummi, die beschädigen die Ringe nicht. Eine Twister-Schwanz-Gummi, normale Jig dran. Und ich hoffe, dass da noch was geht, ne? Zur Animation. Ich leier das Ding einfach. Also großartig. Großartig, was machen tue ich auch nicht. Rauswerfen, absenken lassen und einfach eintönig einleiern, einen Stopp legen und dann wieder. Ganz einfach, kann jeder machen. Unkompliziert. Leute, ich war gerade wieder am Quatschen, wie immer, mit Ashraf und da stieg der Hecht. Ich habe ihn noch kurz gesehen, einen Meter unter die Oberfläche. Ich habe vielleicht nicht angehauen, ich war auch auf einmal überrascht, die Route war einfach krumm. Ich zeige euch mal ganz kurz, ist auch ein typisch Dropshot-Route. Da muss ich ein bisschen mit mehr Kraft den Anhieb setzen, aber das war vielleicht der dritte Wurf. Und es hat schon mal einen Biss gebracht. Die sind da und es war definitiv ein Hecht. So, Freunde, Hecht Nummer 3. Der Ashraf war gerade ein bisschen Strecke machen mit seinem Big Bait. Oh, ich will den ungern auf den Steg stellen, aber so, komm, sei brav. Come on. Oh, oh. Mal schauen, ich habe ganz ehrlich keinen Bock mehr auf Verletzungen. So, Ashraf, du hast es vielleicht nicht mitbekommen. Ich habe ganz kurz ein Shutterbait dran gehangen. Ich wollte ein bisschen gucken, warum habe ich ganze Zeit vorne Kraut dran. Aber anscheinend war doch kein Kraut. War ein mittlerer Hecht, der gleich zappelt wieder. So, da ist der Kleine. Also Fische sind am Start, aber es scheint ein bisschen zäh zu sein. Immerhin, es tut sich was. Wir lassen den mal frei. Ja, was sagst du, Ashraf, dazu? Ja, dein ist das, ist das Können oder nur Glück? Ja, gut. 50-50. Ja, wir tun den Erkampf.
Ich gehe wieder runter, damit. Jawohl! Und weg ist er. Weg ist er. Sauber, Meister. Hey, Leute, das sieht bei mir nicht gut aus, der Typ hier. Ja, bei mir auch nicht so. Der Typ hier. Wo ist seine Nase? Meine Nase. Nee, hier. Weiter. Hat er schon 3 Stück gefangen? Bei mir geht gar nichts. Ein bisschen Verzweiflung wie bei jeder Angler, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir machen bis es dunkel wird, ein bisschen in die Dunkelheit hinein angeln und mal schauen, ob ich doch noch einen Fisch fange. Heute das würde ja mich freuen. Heute ist der schwarze Peter, vielleicht liegt es daran. Heute ist ja der schwarze Peter hier. Ja, hier laufen ein paar komische Leute, die schwarz am Gesicht bemalt sind. Keine Ahnung, was das ist. Ist irgendwie eine holländische Tradition. Weiß ich auch nicht. Sollen die Leute mal schreiben? Mal schauen. Ja, schreibt mal das in die Kommentare. Was ist der schwarze Peter? Was ist der schwarze Peter? Okay, Leute. Anscheinend hast du es verlernt. Und du kannst nicht immer fangen. Ich bin auch mal dran. Meinst du, ich kann das nicht? Nee, du kannst das nicht mehr. Wann warst du zuletzt an? Ich glaube, es ist ein bisschen zu lange her. Ja, zu lange her. Ich weiß gar nicht, wie ein Biss sich anfühlt. Ja, Angelfreunde, ihr seht, nicht jeden Tag ist ein Fangtag. Er hat gefangen, heute habe ich geschneidert. Ja, war trotzdem. Das ist halt Angeln. Wir waren draußen, es war ein geiler Tag. Haben wir viel Spaß gehabt, viel ausprobiert. Wir wollen uns von euch, bevor es dunkel wird, verabschieden. Ja, ich bin kleiner geworden, merke ich gerade. Der Aschraf ist größer geworden. Es gibt auch Tage auch bei uns, wo wir nichts fangen. Bei jedem, der auch mal nichts geht. Es waren ein paar Fische da. Es ging auch mehr oder weniger um die Technik. Jo. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Und falls ihr Fragen zu den ganzen Montagen einfach unterm Video schreiben, würden wir uns bemühen und eure Fragen beantworten. Klar. Wie ihr wisst, unsere Channel oder unser Kanal besser gesagt, ist dient dazu, andere Leute weiterzuhelfen und auch für sorgt auch für ein bisschen Unterhaltung. Genau, Unterhaltung können wir ja relativ gut, Fische weniger. Fische fangen, das mussten wir noch das üben. Lassen wir die anderen das machen. So Leute, wir wollen ein paar Würfe noch machen, aber gleich geht die Sonne runter. Es wird gleich dunkel. Falls wir einen Fisch fangen, würden wir uns nochmal melden. Falls nicht, haut rein und bleibt sauber und dicke Fische wünschen wir euch. Alles klar, Männer. Ciao, ciao, Danke Männer. Für Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. So Leute, es hat gedauert, bis ich entschneidert habe, aber ein schöner Fisch. Da ist er und die lassen wir schnell frei. Nachtschicht für die beste Schicht. Jo Leute, der dritte Fisch für mich. Am Tag lief ganz, ganz schlecht. Aber jetzt auf den Popeye Fire Tiger kam der schöne. Und den sitzen wir gleich wieder rein. Und weg ist er schon. Sehr gut. Jawohl.